liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dran sind. Buntes Treiben rund um die Bahn, Eisenbahn zum Anfassen, Mitfahren und Mitgewinnen. Dazu eine Show mit Überraschungen, das alles gab es beim Tag der offenen Tür des Fördervereins der Parkeisenbahn zu sehen und zu erleben. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Für die Mitglieder vom Förderverein der Chemnitzer Parkeisenbahn begann am 16. Oktober bereits um 9 Uhr ein langer Arbeitstag. Im Bahnbetriebswerk wurde geputzt und gewienert. Außerdem feuerte man die Dampflokomotiven an. Eine Stunde später waren bereits die ersten Besucher da, zum Tag der offenen Tür, den der Förderverein nutzte, um seine Tätigkeit für die Parkeisenbahn vorzustellen. Aktiv ist der Verein bereits seit 25 Jahren. 25 Jahre Förderverein der Parkeisenbahn wird in diesem Jahr begangen. 1991 ging es los mit einigen Enthusiasten, die diesen Verein gegründet haben, um die Bahn langfristig zu erhalten, weil in den Wendewirren stand schon die Eisenbahn und der Bestand der Bahn in Frage. Und seitdem gibt es also den Förderverein mit knapp 180 Mitgliedern, die auch in der Regel sehr aktiv sind, wie wir heute auch hier am Tag der offenen Tür sehen werden. Und das ist gut, dass es den Verein gibt, weil viele Dinge kann unsere große Eisenbahn gar nicht leisten, wo wir doch einen Förderverein brauchen. Was die Mitglieder des Fördervereins alles bewerkstelligen, erfuhren die Besucher unter anderem bei den Rundgängen durch das Bahnbetriebswerk. Ja, wir wollten mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit der Parkeisenbahn sind schon viele gefahren, da kennt man sich meistens aus. Aber wie denn so die Arbeit in der Werkstatt hinter den Kulissen bei der Gartenbahn aussieht, wie man Mitglied im Förderverein werden kann, was es hier für Aufgaben gibt, das wollen wir alles heute zeigen. 25 Jahre Förderverein gaben Anlass, auf vieles Erreichte zurückzublicken. Aber auch die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren. Die nächsten Projekte stehen schon an. Das nächste große Projekt ist der Umbau des Bahnhofsgebäudes, was bis schon in die Jahre gekommen ist und auch aufgestockt werden soll, weil wir zu wenig Umkleideräume haben für unsere Kinder. Auch die Technik wächst immer weiter. Da wollen wir was tun. Läuft gerade der Förderantrag beim Freistaat Sachsen. Wir hoffen, dass er positiv beschieden wird und dass wir dort vorankommen. Der Tag der offenen Tür war natürlich für den Förderverein Werbung in eigener Sache. Auch dahingehend Interessierte zu mitmachen, zu animieren. Wer Lust dazu hat. Er ist gern gesehen. Wir können eigentlich auch jede Person gebrauchen. Er muss jetzt gar nicht unbedingt Techniker sein oder Freak in der Gartenbahn oder einer Eisenbahnanlage, weil da gibt es so viele. Gerade in der Gartenbahnanlage gibt es ja über 160 Bonsai-Bäume, die ja auch gepflegt werden müssen. Da wird also gärtnerisches Know-how gesucht. Und es gibt auch viele Frauen und Männer, die jetzt im Maskottchen tätig sind, die bei der Gastronomie mit einspringen, die mal vielleicht die Gardinen waschen oder hier an vielen Stellen mit einspringen. Also da gibt es viel zu tun. Gesucht werden natürlich auch immer Mädchen und Jungen, die Parkeisenbahner werden wollen. Zum Tag der offenen Tür zeigten sich alle kleinen Besucher fasziniert von den Eisenbahnen. Eine Attraktion war für sie die Gartenbahnanlage im Innenhof des Bahnbetriebswerkes. Wer wollte, durfte sich an einer anderen Anlage auch als Modellbahn-Lokführer ausprobieren. Mit der großen Bahn wurde ebenfalls gefahren. Die Saison geht natürlich noch ein Stück über den Tag der offenen Tür hinaus. Fahren wir bis 6. November regulär diese Fahrsaison 2016. Da gibt es noch ein Kürbisfest hier im Küchwald, initiiert von der Küchwaldbühne. Am 6.11. sind dann quasi die Saisonschlussfahrten mit Fahrzeugparade. Das wird nochmal ganz interessant. Und dann gibt es natürlich noch die Sonderfahrten zum Nikolaus und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie.
alles noch los war im Sendegebiet und vor eurer Haustür, das alles sehen Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Unter dem Dach des Lindenturmes auf Schloss Augustusburg hängen seit dem 15. Oktober Arbeiten von Ralf Schüller. Der Leipziger Künstler zeigt Malereien und Grafiken, welche in den letzten Jahren entstanden sind. Die Ausstellung steht unter dem Namen Happy and Icy. Happy End, darunter kann sich ja jeder was vorstellen. Und Icy heißt auf Französisch hier. Also im Moment versuche ich gerade einen glücklichen Platz zu finden im Moment. So, das Bild ist ja nun von der Ausstellung heute mal hier und dann vielleicht morgen irgendwo anders oder nach der Ausstellung. Also immer wieder jeden Tag irgendwie auch einen kleinen glücklichen Platz zu finden auf dieser seltsamen Welt. Diese seltsame Welt versucht Ralf Schüller mit Farbe und Pinsel zu reflektieren. Dabei setzt er sich mit allen Facetten des Lebens auseinander. Mit Menschen, mit Gegenständen, mit schönen Sachen, mit schrecklichen Sachen, also die ganze Bandbreite. So, es ist figürlich, es ist abstrakt, also die ganze Breite, würde ich sagen. Bei der Ausstellungseröffnung verzichtete man auf die sonst übliche Laudatio. Hier musste der Maler Fragen beantworten. Diese wurden vom Vorsitzenden des Turmgalerievereins Uwe Schwarz und vom Niederwieser Künstler Lichtblau gestellt. Ralf Schüller hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. Seit 1999 arbeitet er als freischaffender Künstler. Seine Bilder waren schon auf zahlreichen Ausstellungen in Deutschland und Frankreich zu sehen. In der Turmgalerie auf Schloss Augustusburg stellt er zum ersten Mal aus. Der Kontakt ist entstanden. Ich bin auch als Musiker unterwegs und Uwe Schwarz war in einem Konzert von mir und hat irgendwie, ich weiß nicht wie, mitbekommen, dass ich auch Malerei betreibe und hat mich dann kontaktiert und so ist die Ausstellung zustande gekommen. Den Musiker Ralf Schüller bekamen die Gäste der Vernissage nicht zu sehen. Für die musikalische Begleitung der Ausstellungseröffnung hatten die Turmgaleristen Daniel Jakieniak eingeladen. Die Bilder von Ralf Schüller hängen noch bis zum 22. November in der Turmgalerie auf Schloss Augustusburg. In Bogstedt fand am 3. Oktoberwochenende bereits zum 7. Mal die Alpaka Show Ost statt. Stetig wachsend und immer wieder neue Aussteller, neue Händler, was natürlich schön ist. Also wir haben dieses Mal 240 Alpakas, 110 Fliese und weit über 100 Aussteller. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das Interesse ist so groß, weil Alpakas rundum begeistern. Alpaka-Zucht ist nicht nur Kommerz, es ist auch ein Tier für die Seele. Also man hat auch wirklich Freude an dem Tier. Es sind sehr liebenswerte Tiere. Und also natürlich kann man damit auch Geld verdienen. Es gibt mittlerweile große Betriebe in Deutschland, die also von der Alpaka-Zucht auch leben. Aber es gibt sehr, sehr viele kleine Züchter, die also nur wenige Tiere haben und einfach Freude am Tier haben. Die Schau hatte den Alpaka-Züchtern wieder reichlich zu bieten. Natürlich trifft sich hier alles, alle Züchter aus ganz Deutschland, aus benachbarten Ländern haben wir ja auch Züchter dabei. Und man kommt natürlich ins Gespräch und kann einen Erfahrungsaustausch machen. Das ist natürlich sehr gut. Hier sind alle Futtermittelhändler vertreten, mit denen man in Kontakt kommen kann als Alpaka-Züchter. Und natürlich alles, was man an Zubehör braucht, ne? Das ist auch ganz wichtig. Auf ihre Kosten kamen aber auch alle anderen Besucher. Wir haben also für die Kinder hier zum Beispiel eine Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderbasteln. Da ist also für die Kinder sehr viel getan. Für die großen Kinder haben wir Traktoren, Landtechnikausstellung, Forstgeräte. Also da ist auch für vieles was dabei. Wir haben zum Beispiel Kamelreiten. Das ist schön, das wird von allen immer angenommen. Wir haben einen Falkner, der eine Greifvogelvorführung macht. Also da ist wirklich für jeden was dabei.
Alpakas werden nicht nur wegen ihren großen, niedlichen Kulleraugen gezüchtet. Man schätzt sie ebenfalls als Nutztier. Alpaka als Nutztier ist sehr vielseitig. Also Alpakas sind zum Beispiel Schwielensohler. Die haben also ganz weiche Füße, die machen kaum Trittschäden. Und demzufolge werden die sehr gerne auch in unwegigen Gelände eingesetzt als Landschaftspfleger. Und es wird immer mehr, immer stetig mehr. Nicht zu vergessen das Vlies. Aufgrund der Eigenschaften mögen viele Alpaka-Wolle lieber als Schafwolle. Alpaka-Zucht ist mittlerweile auch in Deutschland weit verbreitet. Was rät man denen, die sich ebenfalls Alpakas anschaffen möchten? Ja, nur zu. Also Alpaka ist also wirklich was für die Seele. Aber natürlich soll man nicht losstürzen und sich einen Alpaka anschaffen. Man muss sich schon informieren. Es gibt viele Züchter, die bieten Grundlagenkurse an. Das kann man also nur empfehlen, damit nichts schief geht. Alpakas sind ja nun mal Exoten und man kann sich nicht einfach so ein Tier hinstellen. Man muss also mindestens zwei Tiere haben, wenn es geht, gleichgeschlechtlich. Ne? Dass es dann nie das Problem gibt, dass die ganze Zeit der Hengst versucht, die Stute zu decken. Ne? Aber ansonsten mit zwei Tieren, das ist so der Einstieg. Kann man anfangen und so schöne kleine Gruppen sind eigentlich optimal für private Züchter, die so 4-5 Tiere haben. Ne? Wer sich der Zucht widmet, egal ob im kleinen oder großen Rahmen, möchte sich meist mit anderen Züchtern messen. Deswegen fehlte auch diesmal nicht in Burgstedt die Zuchtschau. Bewertet werden auf der Show die Tiere nicht nur nach dem feinen Vlies. 50% der Bewertungen fließen in den Körperbau. Der muss natürlich absolut akkurat sein. Also ein gesunder Körperbau ist das Wichtigste bei der Alpaka-Zucht. Und ja, hier werden natürlich die Tiere danach bewertet, dass Körperbau und Vliesfeinheit stimmig sind. Und das unterscheidet die Richterin, die Kathy Lloyd, die also eigens aus England dafür für die Tierbewertung hier eingeflogen wurde. Kathryn Lloyd gründete 1993 ihre eigene Alpaka-Zucht und ist seit 2007 bei Shows in England, Belgien, der Schweiz und in Australien als Richterin unterwegs. Deswegen freute man sich, sie diesmal auch in Burgstedt begrüßen zu können. Wie andere Einrichtungen lud auch das Hohenstein-Ernsthaler Textil- und Rennsportmuseum am 3. Oktoberwochenende zum Tag des traditionellen Handwerks ein. Den Tag des traditionellen Handwerks, den veranstalten wir nun schon zum vierten Mal mit dem Schwerpunkt Textil und Patchwork. Und wir haben die Patchwork-Szene unserer Region Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt eingeladen, hier sich zu treffen und in Austausch zu treten. Und natürlich auch viele Besucher, die uns über die Schultern schauen, die unsere Kunstwerke betrachten, die auch bei den Händlern vielleicht ein kleines Stück Stoff kaufen können, um vielleicht selbst auch sich mal auszuprobieren. Anregungen gab es am Samstag und Sonntag vielerlei. Zum Beispiel die Taschenparade im Treppenhaus. Jetzt, wo Plastiktüten out werden, wird der selbstgenähte Einkaufsbeutel vielleicht wieder in. Natürlich viel schmucker als damals die einfach zusammengenähten Beutel vieler Großmütter. Die Präsentationen der unterschiedlichsten textilen Kunstwerke boten für Interessierte ausreichend Anschauungsmaterial. Außerdem gab es Tipps und verschiedene Tricks wurden verraten. Das Patchwork ist ja was Traditionelles, was zunächst erstmal mit einer Bettdecke aus Einzelstücken zusammengeschnitten und wieder zusammengenäht gemacht worden ist. Und über die Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man sagen, hat sich da auch eine Textilkunst entwickelt, die man auch an die Wand hängt und nicht nur aufs Bett legt. Und das ist halt eine Sonderform, auch mit Wandteppichen umzugehen. Denn in unserer Sammlung gibt es ja ein Spezialgebiet der industriell gefertigten Wandteppiche aus Hohenstein und Umgebung. Und das ist die Verbindung dann auch zu unserem historischen Bestand des Museums. Das gemeinsame Interesse an Patchwork bewirkte die Herausbildung von Gemeinschaften. In Deutschland sind wir in der Patchwork-Gilde organisiert. Und da ist die Region Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt eine Unterregion. Da findet auch morgen unsere Hauptversammlung statt. Wir werden auch eine neue Regionalleitung wählen und über die Projekte sprechen, die wir in der Zukunft organisieren wollen. Denn auch in 2 Jahren wollen wir dann wieder so eine Veranstaltung wie an diesem Wochenende durchführen. Um Patchwork dreht sich auch in den nächsten Wochen vieles im Textil- und Rennsportmuseum. Ja, wir haben zurzeit mehrere Ausstellungen im Haus. Die größere Ausstellung hier in diesem Raum ist von 2 Künstlerinnen aus den Niederlanden gestaltet. Es sind 2 Künstlerinnen, schon sehr hochbetagte Damen, über 80 Jahre alt, die jede auf ihre Art und Weise traditionelle Patchwork-Kunst machen seit vielen Jahrzehnten. Das sind sehr großformatige und sehr farbige Arbeiten, die schon durch ihre Schönheit doch sehr anmutig sind und durch ihre Farbigkeit bestechen.
Dann haben wir zwei kleinere Ausstellungen von einer Künstlergruppe aus der Region, die sich zusammengetan haben und an einem Objekt zusammengearbeitet haben und jeweils dem anderen dann wieder weitergereicht haben. Ist also auch eine ganz neue Form, an Textilkunst zu arbeiten. Und dann haben wir eine kleine Ausstellung unter dem Thema 1000 Jahre Leipzig. Die haben wir voriges Jahr zum Stadtjubiläum 1000 Jahre Leipzig organisiert und die eingereichten Arbeiten können heute hier auch bestaunt werden. Traditionelles Handwerk präsentierten am 3. Oktoberwochenende nicht nur die Patchworkerinnen. Auch andere gaben Einblick in ihre Handwerkskunst. Gabelarbeit gehörte dazu. Eine alte Häkeltechnik, die, wie andere Handarbeitstechniken auch, nur noch wenige der jüngeren Generationen beherrschen. Heute, wo man alles einkaufen kann, ist Handarbeit aus der Mode gekommen. Maschinen produzieren schneller und preiswerter. Zahlreiche historische Maschinen wurden an dem Wochenende von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Museums vorgeführt. Wie zum Beispiel eine alte Häkel-Galon-Maschine, wo die Fransen hergestellt worden sind, die früher an die Wandteppiche und an die Tischdecken genäht worden sind. Wir haben natürlich wieder unseren Weber vor Ort, der die großen Schab-K-Web-Maschinen vorführt. Wir haben auch eine ehemalige Mitarbeiterin vom Strumpfwerk Lindner, die Frau Heinzig vor Ort, die uns zeigt, wie früher und auch heute noch Strümpfe abgekettet werden, damit da eine feine Naht entsteht. Vorgeführt wurde ebenfalls die Flechtmaschine. Bei dieser Geschwindigkeit können selbst die flinkesten Hände nicht mithalten. Das Tischtennis-Regionalliga-Team vom SV Sachsenring trat am 15. Oktober in der Pfaffenberg-Turnhalle zum vierten Saisonspiel an. Im Vergleich zum Vorjahr legte das Sari-Team mit 3 Siegen einen fulminanten Saisonstart hin. Ja, also wir haben uns natürlich schon dieses Jahr, sag ich mal, ein paar mehr Hoffnungen gemacht, vorne bzw. im Mittelfeld mitspielen zu können, weil wir eine relativ gute neue Nummer 1, eine sehr erfahrene neue Nummer 1 dazu bekommen haben, den wir von unserem Verein gewinnen konnten. Und deswegen haben wir damit schon gerechnet. Jetzt sind wir natürlich tatsächlich gut gestartet und stehen jetzt mit 6:0 Punkten auf Platz 1. Dass es so gut läuft, war eigentlich von vornherein nicht klar. Aber ich denke, wir haben jetzt heute eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und ob, wenn wir heute Abend dann nach dem Spiel auch nach oben stehen, dann kann man schon davon reden, dass dieses Jahr vielleicht unter der ersten 4 schon was möglich wäre. Ne? Nach 2 Auswärtssiegen setzte sich der SV Sachsenring beim ersten Heimspiel am Freitagabend mit einem klaren 9:1 gegen den MSV Hettstedt durch. Bevor es gegen den TBASV Regenstauf zur Sache ging, wurden 2 treue Fans geehrt. Die Fankultur in der grünen Hölle beeindruckt auch immer wieder die Gegner des Sari-Teams. Ab dieser Saison gibt es außerdem ein Fanlied, komponiert, getextet und vorgetragen von Jan Mehlhorn. Die Zeile mit dem Wiederaufstehen wurde an diesem Abend glanzvoll in die Tat umgesetzt. Regenstauf war, wie bereits erwartet, kein leichter Gegner. Aber das Sari-Team wusste seine Stärken zu nutzen. Ich würde jetzt einfach mal wie immer die Heimstärke anführen. Also wir spielen unheimlich gerne hier auf dem Pfaffenberg. Das von den Zuschauern geprägte Bild, sozusagen liebevoll gemeint als grüne Hölle, entwickelt sich eigentlich immer mehr hier. Also auch die Gastmannschaften spielen unheimlich gerne hier. Und wir haben natürlich eine gewisse Heimstärke, das muss man ganz klar sagen. Haben jetzt, glaube ich, seit einem Jahr nicht verloren. Hoffen auch, dass es heute natürlich so bleibt. Und also auf Pfaffenberg nicht verloren. Ja. Und ansonsten weitere Stärken außer der Heimstärke ist natürlich guter Zusammenhalt im Verein, in der Mannschaft auch schon wieder. Man merkt, das Teamfeeling, der Teamspirit ist schon wieder da. Davon einfangen lassen haben sich auch die 2 Neuen. Es gibt einen ägyptischen Spieler, der seit diesem Jahr in Deutschland hier regelmäßig trainiert, im Trainingszentrum Eilenburg. Und der hat noch einen Verein gesucht und spielt jetzt auch bei uns. Und das ist nicht zuletzt auch der Grund, warum wir dieses Jahr wirklich ein ganzes Stück wahrscheinlich stärker sind, besetzt sind. Denn unser sozusagen Schülermeister aus Afrika, der immer in Deutschland ist und auch die Turniere bestreiten kann, nicht gerade weltweit immer unterwegs ist. Und wenn er von SV Sachsenring spielen kann, dann sind wir natürlich dieses Jahr wirklich mit unserer ersten Mannschaft sehr gut aufgestellt. Youssef Abdelaziz ist erst 16 Jahre alt. Der andere Neuzugang, Roland Kramczyk, dagegen schon 47.
Der Tscheche punktet vor allem mit seiner Erfahrung. Natürlich hat der SV Sachsenring auch eigenen hoffnungsvollen Nachwuchs. Das ist im Prinzip unser Vereinsanliegen und unsere, sag ich mal, Kernarbeit, die wir seit 15 Jahren eigentlich immer weiter forciert haben, dass wir auf die Jugend setzen, dass wir immer wieder junge, neue Talente ranzüchten, selber ranzüchten, mit denen arbeiten, in Kooperation mit dem Landestrainer. Und wir können eigentlich jetzt mit Stolz behaupten, auch wir haben eigentlich die besten Spieler in ganz Sachsen jetzt mittlerweile bei uns hier in Hohenstein-Ernstthal. Im Nachwuchsbereich die Nummer 1 der U18, Nummer 1 der U15. Auch im jungen Bereich der bis 11 und 13 Jahre haben wir wieder ganz, ganz hoffnungsvolle Talente hier. Und das ist genau das, worum wir es machen. Und da sind wir auch wirklich auf einem guten Weg. Schon seit seinem 7. Lebensjahr gehört der Teamkapitän Thomas Hornbogen dem SV Sachsenring an. Im Doppel mit Josef Abdelaziz musste er sich den Regenstaufern geschlagen geben. Auch Nick Neumann-Manns konnte sich zusammen mit Roland Kramczyk beim ersten Doppel nicht durchsetzen. Dafür holte Johann Koschmider zusammen mit Alexander Smirnov im dritten Doppel den ersten Punkt für das Sarri-Team. Bei den Einzeln entbrannte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einem Stand von 8:7 für das Sarri-Team wurde ein viertes Doppel angesetzt. Bei dem setzten sich Nick Neumann-Manns und Roland Kramczyk durch und sicherten so den vierten Saisonsieg für das Sarri-Team. Von der Meisterkrone träumt man am Sachsenring allerdings noch nicht. Die anderen Mannschaften sind schon ungefähr gleich gut. Die sind alle schwer zu bespielen. Viele haben sich verstärkt. Also ich denke, wir haben erst den vierten Spieltag jetzt. Also wir haben noch ganz, ganz dickes Programm vor uns, um dann überhaupt zu sagen, wo wir am Ende dann landen. Der Knauteich in Limperhuber-Frohna erregte jahrelang die Gemüter vieler Bürger. Einst war der ein beliebtes Naturbad. Nach der Wende gab es in der Stadt eine Konzentration der Bäderlandschaft. Dabei wurde entschieden, den Knauteich zu renaturieren. Die Renaturierung war, so der Bürgermeister Carsten Schmidt, bei einem Vorortpressetermin am 20. Oktober nicht perfekt. Vieles wurde zurückgebaut, jedoch blieben zum Beispiel die alten Begrenzungsmauern am Teich. Der Teich und die verbliebenen Anlagen kamen in die Jahre. Aufgrund des maroden Zustandes musste eine Lösung her. Wir sind dabei von Anfang an davon ausgegangen, der Teich soll nicht verschwinden, sondern wir wollen den Knaumühlenteich als Wasserfläche erhalten. Und wir haben natürlich auch gesucht, kann er trotzdem als Teich auch eine Funktion erfüllen. Und leider Gottes haben wir ja auch Erlebnisse gehabt, Stichwort Hochwasser, wo wir gesagt haben, okay, jeder Teich ist natürlich auch ein Wasserspeicher. Und deshalb ist er natürlich auch in gewisser Weise geeignet, eine Hochwasserschutzfunktion zu erfüllen. Zugegebenermaßen nicht vordergründig oder nahezu nicht vordergründig für die Limbach-Oberfrohnaer Bürger, sondern faktisch ausschließlich für die Ortslage Niederfrohna, die sich natürlich abstrom betrachtet dann entsprechend befindet. Und das war dann Grundlage für das Projekt, was wir aufgelegt haben, was jetzt kurz vor der Vollendung steht. 2010 begann man mit den Planungen zur Umgestaltung des Knauteichareals im Rahmen des präventiven Hochwasserschutzes. Vor 2 Jahren war Baustart und in den nächsten Wochen wird die Baumaßnahme abgeschlossen. Das, was am Abschluss der Baumaßnahmen jetzt steht, sind noch Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen. Da vorne, wo der Bauzaun zu sehen ist, vor dem Bauzaun, dort stand ja ein Gebäude, die alte Försterei. In den Resten der Kellergebäude wird noch ein Fledermausquartier eingerichtet werden. Das wird also jetzt in den nächsten Tagen geschehen. Und wir werden noch umfangreiche Ersatzpflanzung rund um den Teich haben, so wie dann die Baustelle beräumt wird. Das wird hier in dem Bereich, wo wir im Moment noch so Teile von Baustelleneinrichtungen und Reste von Baumaterial sehen, werden das Weidenanpflanzungen sein, vordergründig. Da vorne unterhalb des Dammes wird eine Pflanzung mit Obstgehölzen im Sinne einer Streuobstwiese erfolgen. Und auch im Sinne einer Streuobstwiese mit verschiedenen Pflanzen. Da hinten, man hat da so diese 3 Birkengruppen, sage ich jetzt mal, zwischen den beiden hinteren Birkengruppen in etwa, werden dann also auch noch Obstgehölze angepflanzt und dort eine Streuobstwiese entstehen zu lassen. Der Knauteich ist ein zweigeteilter Teich. Wir haben also nicht nur den Hauptdamm saniert, wir haben nicht nur die alten Bauwerke im Sinne der Umfassungsmauern zurückgebaut, sondern wir haben auch den Zwischendamm komplett neu gebaut. Die Baukosten betrugen 1,7 Millionen Euro. Wir haben dankenswerterweise rund 1 Million Euro 35.000 an Fördermitteln hier erhalten.
Fördermittel eben unter dem Aspekt, weil dieser Teich zukünftig eben auch dem Hochwasserschutz dient. Im Moment schaut es ja nicht wie ein Teich aus. Man sieht, es steht zwar ein bisschen Wasser drin, das ist durch den Durchfluss bedingt. Angestaut wird, nachdem natürlich die Baumaßnahmen dann abgeschlossen sind, ganz klar. Es wird eine Normalstauhöhe geben von 1,70 Meter, gemessen hier am Auslassbauwerk. In Spitzen, wenn es also zu Starkregenereignissen kommt und der Teich seine Hochwasserschutzfunktion erfüllen soll, gibt es die Möglichkeit, bis zu einer Höhe von 4 Metern normal anzustauen. Und bei 4,30 Meter Anstauhöhe würde der Teich überlaufen. Für diesen Überlauf, den es dann geben kann, der wird nicht unkontrolliert passieren, sondern deshalb ist da diese Senke drin. Das ist also eine Überlaufstrecke, die absichtlich auch baulich schon gestaltet wurde, wo dann also durch entsprechende bauliche Ausprägung dieses Wasser dann auch geordnet über den Teich dann drüber kann. Das macht man deshalb, damit der Damm als solcher nicht instabil wird. Durch die Umgestaltung des Areals ist ein Schandfleck aus Limbach-Oberfrohna verschwunden, mit viel Potenzial, ein idyllischer Ort zu werden. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Die Weltneuheit bei Alco Möbel in Freiberg. Sie werden Ihren Augen nicht trauen in unserer Küchenwelt im neu eröffneten 3D-Küchenstudio. Sichern Sie sich Ihren unverbindlichen 3D-Küchenplanungstermin. Doch das ist längst noch nicht alles. Bis zu 50% Rabatt auf Küchenneubestellungen, bis zu 36 Monaten 0% Wunschfinanzierung. Ab 3.000 Euro Kücheneinkaufswert schenken wir Ihnen die Lieferung und Montage. Wir planen jede Küche in jedem Wunschmaß. Das Alco-Küchenteam freut sich auf Ihren Besuch. Ein weiteres Highlight in unserem Haus ist das neue WMF-Studio. Vom praktischen Küchenhelfer über Zubehör bis hin zum Topf werden hier die Produkte von WMF präsentiert. Und dann, der Jahreszeit entsprechend, die Bäder Herbstaktion 2016 dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Also auf zu Alco Möbel nach Freiberg und Brand Erbesdorf. Weiter im Programm geht's heute mit Eduard Sachsenmeier und der äußert sich diesmal zu einem sehr brisanten Thema. Ha, hallo, nee, hä? Chemnitz im Blickpunkt der Welt, auch im Internet hier, ne? Ich gucke, nee, da können wir wirklich der Polizei von Chemnitz sehr dankbar sein, ne? Was die für uns, für die Stadt Chemnitz, für eine Werbung gemacht haben. Oh, Lupenel, hä? Also nee. Na, ich meine jetzt hier, wissen Sie, das mit dem Syrier, der die Bombe gebastelt hat im Heckartgebiet. Na, das war doch eine Story. Mensch, die Chemnitz Marketing GmbH, was die jedes Jahr für Geld ausbuttern, um Werbung für Chemnitz zu machen, die können sich eine Scheibe bei der Polizei abschneiden. Na, wobei, ich will mal sagen, die von der Marketing GmbH, die haben es natürlich... Na, die haben ein kleines Handicap. Ne? Die können sich ja nicht so geschickt anstellen wie die Polizei. Ne? Die von der Marketing GmbH, die müssen sich da eben an die Wahrheit halten. Oder die müssen da seriöse Sachen müssen die eben machen. Ne? Nee, das steht bei dir im Arbeitsvertrag drin. Nee, da ist. Nee, die Polizei, die kann da ganz anders agieren, ne, sozusagen. Aber sie haben natürlich auch ein bisschen Klick gehabt, die Polizei. Also, dass der Syrier, der die Bombe bauen wollte, nun gerade sich in Chemnitz eingenistet hat, das haben die ja nun auch nicht geplant. Nee, also das war ein Geschenk des Himmels sozusagen. Vielleicht hatte auch der liebe Allah seine Hand im Spiel.
Das weißt du ja nicht bei den Islamern, ob der liebe Gott oder der liebe Allah. Also jedenfalls, es war ein bisschen Klick dabei, dass der nur gerade hier in Chemnitz seine Bombe gebastelt hat. Aber das ist ja auch am Anfang gar keinem weiter aufgefallen, dass der hat das in seiner Wohnung, hat er ein bisschen gebastelt. Ne? Das, wem soll das auffallen? Ne? Erst wo da draußen rum irgendwie Sprengstoff verloren haben soll, also so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ne? Also irgendwie ist der Syrier jedenfalls dann auffällig geworden. Ne? Und sogar die Nachbarn sind hellhörig geworden. Ja. Und das will was heißen. In einem Neubaugebiet, wenn die Nachbarn hellhörig werden, ne? Na, ansonsten halten sie sich ja alle gegenseitig die Ohren zu, damit sie nicht hören, wie der Nachbar seine Frau vertrimmt oder sowas. Irgendwie muss ich der Syrier verraten haben. Ja, sonst wäre die Polizei nicht gekommen. Ne? Da haben sie dann hier das spezielle Einsatzkommando haben sie dann hier hingeschickt. Ne? Mensch, ne, und wenn die dann sozusagen die Festnahme von dem Syrier so einfallslos durchgeführt hätten, wie das im Tatort zum Beispiel üblich ist, ne? da wäre die ganze Sache natürlich verpufft. Da wäre der Werbeeffekt gleich null gewesen. Nee, da waren sie eben sehr geschickt, die Chemnitzer Polizisten. Ne? Sie haben sozusagen dem Syrer eine Chance gegeben. Ne? Wie die Katzen, genau. Die Katzen, wenn die Mäuse fangen, tun die ja die Mäuse auch erst noch mal freilassen, damit sie mehr Spaß haben, die Katzen. Ne? Und das hat die Polizei auch so gemacht. Die haben den Syrer erst mal laufen lassen. Wobei, dann hatten sie sich wahrscheinlich verrechnet. Wo sie ihn dann wirklich einfangen wollten, sind sie nicht mehr hinterhergekommen. Weil sie hatten sie zu viel Gepäck, die Waffen und die Bleiwesten, was alles andere. Ja, konnten die nicht so schnell laufen wie der Syrer und da ist er davon gelaufen. Da haben sie nochmal geschossen. Naja, so ein scheiß Warnschuss, das hat den auch nicht zum Stehenbleiben bewegt. Der Syrer, der ist dann zum Bahnhof gelaufen, ne? In aller Ruhe. Nur die Polizei, die hat erst mal Pause gehabt, ne? Ist klar. Ja, denn nach so einem Einsatz brauchst du auch als Polizist mal eine Pause. Ja, ne, kann man ja verstehen. Ne? Also jedenfalls ist der Syrer dann mit der Eisenbahn gefahren nach Eilenburg rüber zu seinen Bekannten, ne, hat die besucht. Dann ist er nach Leipzig gefahren, der Syrer. Ne? Also ja, das ist... Da in aller Ruhe, nur klar. Bei der Polizei geht es ja nach der Vorschrift. Ne? Und Pause ist Pause. Also, ne, das ist schon klar. Ne? Aber dann in Leipzig, muss man sagen, auch die Leipziger Polizei ist eine sehr ausgeschlafene Truppe. Ne? Die haben sich ja den Syrer sozusagen von seinen eigenen Landsleuten im Paket zusammengeschnürt, zuführen lassen. Die sind ohne los, die Leipziger, die haben gewartet, bis er angeliefert worden ist. Schön. Also das, ja, dann haben sie den eingesperrt, den Syrer in Leipzig, ne, dass er sich in Ruhe aufhängen konnte. Und das, also, das ist wirklich Werbung für ganz Sachsen gewesen, nicht bloß für Chemnitz und Leipzig. Nee, da haben wir Sachsen uns wirklich mal wirklich echt mit Ruhm bekleckert, ne, und die Welt guckt zu uns. Nee, da muss man schon weiter so sagen. He? Weiter so, Polizei. Klasse. Tschüss. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Polsterwochen. Vom 15. bis 29. Oktober. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel, wir lieben Möbel. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende unserer Sendung. Schalten Sie wieder rein ins Kabeljournal und vergessen Sie nicht, ziehen Sie die Winterräder auf. Langsam wird es kalt draußen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss, bin weg.
Musik.